Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Letztes Mal hatte ich etwas zu den Möglichkeiten erzählt, Fehler an Robert Space Industries zurückzumelden. Dazu habe ich jetzt noch ein paar Ergänzungen. Und zwar geht es einmal um die Möglichkeit, den Support in Anspruch zu nehmen. Diese Support-Möglichkeiten, die hier angeboten werden, das betrifft Fehler oder Probleme, die mich selber betreffen. Mich als Spieler oder mein Rechnersystem, wenn da irgendwas nicht stimmt. Da hatte ich aber auch ein Problem, dazu melde ich mich erstmal an, mit dem Technical Support. Da gibt es nämlich eine Auswahlmöglichkeit hier, wenn ich da meinen Fehler auswähle, gehe ich da auch in Gameplay Issues und dann Gameplay Bug or Issue. Und das ist für mich eigentlich dasselbe wie die Sachen, die ich halt ins Issue Council melde. Plus hier muss ich eben nicht 10 Unterstützer haben oder 9 Unterstützer. Und im Issue Council muss ich ja noch 9 Unterstützer finden, bevor das bearbeitet wird. Da habe ich auch nachgefragt bei Robert Space Industries. Und ich habe auch 2 Antworten bekommen. Die erste Antwort war recht allgemein. Da wurde dann auch verwiesen drauf. Und die spezielle Frage nach diesen Auswahlmöglichkeiten, was ich da dann melden kann, im Gegensatz zu, oder was der Unterschied ist zwischen dieser Möglichkeit hier und der Möglichkeit oder der Vorgabe, eigentlich den Issue Council zu nutzen, wurde nicht beantwortet. Da habe ich nochmal nachgehakt und da kam dann eine noch allgemeinere Antwort. Also ich bin bezüglich dieses Fragenkomplexes nicht zufriedengestellt. Ich nehme das mal so zur Kenntnis und werde meine Fehler, die mich betreffen, hier drüber melden, über dieses System, über das Support-System. Und Fehler, von denen ich glaube, dass das Spiel betreffen, also nicht meinen persönlichen Rechner oder die schlechte Einstellung von der Grafikkarte oder irgendwas, die melde ich hier rüber, über das Issue Council. Und muss halt dann gucken, dass ich irgendwo 9 Unterstützer finde, dass es mindestens 10 werden, also mit mir selber, und dass das dann von Robert Space Industries, von den Support-Mitarbeitern, oder in dem Fall nicht Support, um das nicht zu verwirren, sondern von den Issue Council-Mitarbeitern in die Bearbeitung genommen wird. Und da habe ich gleich mal eine Sache aufgeschrieben. Ich schreibe das immer vor, weil mein Englisch ist nicht so prickelnd, dass ich das auf die Schnelle da schreiben kann. Mir ist mal wieder bei einer Delivery Mission das Päckchen verschwunden. Und das habe ich einmal hier kurz vorgeschrieben. Das tippe ich jetzt hier in den Suchordner ein, beziehungsweise und schau mal, was dann so angezeigt wird. Jetzt wird hier viel angezeigt, archived. Das will ich aber gar nicht sehen. Ich will eigentlich die will ich eigentlich alle 3 haben. Das kann ich jetzt leider nicht auswählen. Das wäre vielleicht wieder ist sogar ein Hinweis für ein neues Ticket zu dem Issue Council. Jetzt gucke ich mal, was bei Open so erscheint. Und da gibt es hier einige Sachen. Teilweise fehlen da auch noch Unterstützer. Hier fehlen nur noch 6 Unterstützer. Da fehlen auch noch 6. Ich habe mir das alles mal durchgeguckt und nichts Passendes gefunden hierbei. Da habe ich dann als nächsten Schritt, ich möchte gern einen Fehler melden. Da kopiere ich das gleich auch nochmal rein. Da gehen nicht so viele Buchstaben. Und dann werden mir mögliche Doubletten angezeigt, was es schon geben könnte. Das ist es nicht. Das ist mir zu allgemein irgendwie. Die sind alle schon hier in Review sogar. Das ist es auch nicht. Das ist hier nur
eine Auswahl, jetzt gehe ich mal auf alle. Und die habe ich dann auch noch durchgeguckt, eine Weile. Also nicht eine Weile, sondern eine Seite oder so oder zwei. Und dabei bin ich dann auf diesen Eintrag gestoßen. Cannot pick up package. Und das passt irgendwie zu meinen. Fun habe ich gefunden, das habe ich mir geöffnet. Das ist sogar schon akzeptiert. Das ist schon in Bearbeitung. Das möchte ich aber trotzdem unterstützen, weil ich möchte meinen Kram, den ich halt rausgefunden habe, das möchte ich jetzt nicht aus Spaß einfach gesammelt haben, sondern das möchte ich weitergeben. Vielleicht hilft es ja, wenn sie sich das angucken, und ich habe ja auch ein Belege dafür. Da öffne ich mal den Explorer. Das sah dann bei mir so aus. Ich bin dann da irgendwo auf Lyria gelandet und wollte mein Päckchen in die Hand nehmen, um das abzugeben. Und was sah ich? Ich sah noch den Marker, aber das Päckchen nicht. Und mir ist das schon mal aufgefallen, da lag das Päckchen dann draußen, das ist irgendwie durchgesickert durch das Raumschiff. Aber in diesem Fall, unterm Schiff, ist auch nichts. Und da muss ich es halt abgeben. Und hier sollte eigentlich irgendwo das Päckchen sein. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Na gut, da habe ich halt die Screenshots gemacht. Und dann habe ich das Ticket einfach hier habe ich das hier ergänzt. Na, da kann ich dann, hier ist schon die Belohnung, normaler, also eine Belohnung, ich kriege halt einen Applaus, dass ich was gemacht habe. Normalerweise ist hier halt, wird hier angegeben, die Möglichkeit, weiter zu unterstützen. Und da kann man dann so ein paar Sachen eingeben. Und wenn man das abgespeichert hat, wird man oben angehängt. Hier sieht man, das ist die 3.19.1, also dass das ein aktueller Fehler war. Und ja, meine Beweise, ich kann das sogar noch bearbeiten, genau, Edit, ich kann es auch löschen, das möchte ich aber nicht. Da sieht man meine zwei Bildchen. Das sind die Einstellungen oder was zum Angaben zu meinem System. Die Programmversion, das wird alles abgefragt. More Info, und statt diesem ganzen Text hier, den ich vorbereitet habe für ein Ticket, was ich, wenn ich es neu erstellt hätte, eingegeben hätte, habe ich halt einfach nur ergänzend dazu geschrieben, dass meine Lieferkiste halt in der Cutless Black verschwunden ist, der Marker aber da geblieben ist. Und meine Einschätzung, ich habe das als kritisch eingeschätzt, weil dadurch, dass das Päckchen nicht mehr da war, konnte ich es nicht abgeben und die Mission ist gescheitert. Darum ist es für mich kritisch. Gut, das war jetzt dazu, zu den Ticketsystemen. Und um Unterstützer zu finden, habe ich mir hier auch einen Text vorbereitet. Wenn ich tatsächlich mal einen neuen Fehler aufmache, dann werde ich den Fehler, also den Titel, den ich gegeben habe, da hochkopieren und den Link, den hier oben, von meinem Fehler dann oder meinem Issue da rein. Und das werde ich dann bei YouTubern, die etwas größere Reichweite haben, also fast jeder als ich, werde ich das mal in die, wenn die ein Video veröffentlichen, werde ich das da mal in die Kommentare zu YouTube reinschreiben und darauf warten, ob die mich dann rausschmeißen, ob ich Schimpfe kriege. Und wenn nicht, werde ich das so weitermachen. Ich hoffe, ich werde nicht zu viele Fehler da reinschreiben, aber dann kriegen das mehr Leute mit. Und wenn ich irgendein Video veröffentliche, werde ich das entsprechend auch in das jeweils aktuellste Video, werde ich so meine aktuellen Fehler, die ich veröffentlicht habe oder eingestellt habe, werde ich da kommunizieren. In der Hoffnung, dass dann die Leute, die sich das anschauen, ein paar davon, tatsächlich hier auf die Seite klicken und dann den Fehler unterstützen. Ich gehe das einfach, hier kann ich dann, wenn ich den Fehler hier habe, kann ich hier auf Unterstützen drücken und dann kann ich das
upvoten, dann kommt ein neues. Dann drücke ich hier nochmal drauf. Ich hatte den Fehler bestätigt, dann next und dann wird hier das weiter abgefragt. Da ich das jetzt aber hier nicht weitermachen möchte mit der Cutter-Shep, dass da irgendwas mit der Cutter, dass da irgendwas mit dem Hut nicht stimmt. Ich habe keine Cutter, kann ich also nicht, also mag ich nicht bestätigen, bestätige ich nicht. Das war der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, ich hatte letztes Mal einen Kommentar in meinem Video zu diesen Anmeldegeschichten, die es da gibt. Also wenn ich mich in Star Citizen einlogge, dann gibt es ja die Möglichkeit, bestimmte so ein paar Einstellungen vorab zu treffen. Und da habe ich gesagt, das sind dieses komische Fenster, was dann da aufpoppt. Und da wurde ich darauf hingewiesen, ich soll das doch bitte richtig sagen, dass das die Konsole ist und dass man in die Konsole Befehle eingeben kann, die dann direkt vom Spiel umgesetzt werden oder von dem Programm. Dem stimme ich völlig zu. Weil wenn jeder nur immer sagt irgendwelche komischen Worte da, dann weiß irgendwann keiner mehr, was jetzt wer wann gemeint hat. Also reden wir, wie es richtig heißt und nennen das Menü oder das Fenster, was dann aufgeht, die Möglichkeit, die dann aufgeht, das ist die Konsole. Und diese Konsole kann ich öffnen mit der Circumflex-Taste. Ja, jetzt ist natürlich weggeschaltet mit der Circumflex-Taste. Die Circumflex-Taste bleibt aber weiterhin die Hütchentaste oben links. Weil irgendwie, wer kennt schon Circumflex, wenn ich das sage? Hütchentaste oben links findet, glaube ich, jeder. Aber Konsole ist okay. Und da kann ich dann Konsolenbefehle eingeben. Und Konsolenbefehle gibt es einige. Da habe ich auch mal geschaut im Netz. Also dieses Word-Dokument hier, das habe ich mir selber erstellt. Das mache ich immer für irgendwelche Spiele. Also vor allem, wenn es da so komplexe Spiele sind. So, jetzt sind die Buchstaben auch ordentlich groß. Und ich gehe mal auf Konsolenbefehle. Und da habe ich mir das aufgeschrieben. Also zum Öffnen und Schließen der Konsole des Circumflex, das Hütchen oben links. Und es gibt einige Befehle. Diese Befehle, die ersten hier, ich werde das Dokument oder diesen Abschnitt als PDF erstellen und versuchen, ob ich das irgendwie mit YouTube verlinken kann. Vielleicht geht das irgendwie, dass man das da irgendwie einbauen kann. Oder ich mache ein Bildschirmfoto und ich kann ja so ein festes Foto da vorne einstellen. Irgendwas wird da bestimmt gehen. Also die paar Befehle, die hier oben, die halte ich für relativ ungefährlich. Das sind halt Informationen, wird halt oben im Bildschirm oben rechts dann angezeigt, was im Spiel aktuell abgeht. Dann gibt es aber noch einen Haufen mehr Befehle. Das ist hier auch nur ein Auszug, was hier steht. Da gibt es noch viel mehr. Und wer die eintippt, der riskiert natürlich, dass sein Rechner da abstürzt. Also von Star Citizen dann in den Soft-Dead gerissen wird oder was auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Neustart oder das Spiel kaputt gehen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber wer da irgendwas macht, eigenes Risiko. Was ich aber einen guten Befehl finde, ist der Quit-Befehl. Denn ich habe schon festgestellt, dass es gerne passiert, wenn ich jetzt meine Maus finden würde, da ist sie, dass man irgendwo hängt, gerade wenn das Spiel starten soll und der Server nicht so gut drauf ist. Jetzt komme ich da oben nicht hin, muss ich erstmal mit Circumflex wieder ausschalten. Lade das Spiel. Ich nehme den EU-Server um die Uhrzeit 13:30 Uhr. Nehme ich den EU-Server.
starte das Spiel, drücke wieder die Hütchentaste und habe meine Konsole. Und könnte jetzt halt Befehle eingeben. Ja, und wenn jetzt, gerade wenn man 30K-Fehler hatte oder man einfach nicht reinkommt, weil es zu voll ist oder die Server überlastet sind, man kommt hier oder ich habe keine Möglichkeit gefunden, aus diesem Bildschirm, wenn er dann so vor sich hinlädt, wieder rauszukommen. Außer ja, den Systemabbruch über den Task Manager. Wenn man aber mit der Konsole, wenn ich hier jetzt dann Quit eingebe, dann werde ich aus dem Spiel rausgeschmissen und bin wieder auf meinem Startbildschirm. Idealerweise sollte man dann den Launcher auch schließen und den nochmal öffnen. Für die aufmerksamen Beobachter, denen ist vielleicht aufgefallen, dass ich gar nicht dieses R-Display-Info eingegeben habe. Es aber trotzdem schon der Bildschirm oben rechts war. Es gibt die Möglichkeit, eine user.cfg-Datei zu erstellen und da bestimmte Konsolenbefehle reinzuschreiben. Das ist natürlich auch wieder, wer sich nicht auskennt, Finger weg. Und wer sich auskennt, trotzdem eigenes Risiko. Diese Datei ist eine Textdatei, die im Ordner, also da, wo man sein Programm oder das Spiel hat, unter Robert Space Industries, Star Citizen, in meinem Fall live, weil PTU habe ich noch nicht gemacht. Und hier kann man die User-CFG-Datei reinstellen. Die muss man einfach mit dem Texteditor erstellen. Da macht man einfach hier, ich habe ja hier so einen Texteditor, den habe ich da. Nenne die Datei dann, speichern unter. Ich schreibe das jetzt nicht dahin, sondern ich schreibe das auf den Desktop und nenne die user.cfg. Speichere die auf den Desktop. Jetzt habe ich hier diese leere Datei und dann hole ich mir den Befehl. Kann man natürlich auch manuell eintragen da. Das muss nicht rauskopiert werden. Aber wer kopiert, macht weniger Schreibfehler. Und im Unterschied zu der Eingabe in der Konsole direkt, muss ich hier zwischen dem Befehl, also dem Konsolenbefehl und dem Parameter ein Ist gleich setzen. Also hier das R-Display-Info, Leerzeichen, ist, also in der Konsole selber kann ich R-Display-Info, Leerzeichen und dann den Wert eingeben. Und in der User-CFG muss ich das mit einem Gleichheitszeichen zuweisen. Da kann ich, oder der Interessierte, ich habe das irgendwo gelesen, der hat da hier irgendwelche Einstellungen für seine Grafikkarte da reingeschrieben. Habe ich jetzt nicht verstanden, warum man das gemacht hat, weil meine Grafikkarteneinstellungen, die mache ich entweder über das Programm selber, also über das Spiel selber in den Einstellungen oder in den Einstellungen von meiner Grafikkarte. Aber war vielleicht früher noch nicht möglich, vielleicht ist das so ein altes Ding gewesen. Auf jeden Fall mache ich diese jetzt zu und nicht speichern und öffne jetzt diese hier, die ich in meinem Spieleordner habe und da steht einfach nur R-Display-Info, Leerzeichen ist gleich, Leerzeichen 3 drin. Kein Endezeichen, keine neue Zeile. Ich könnte da noch weitere Zeilen drunter schreiben. Natürlich keine LLL, sondern Display-Befehle, Konsolenbefehle. Die würden dann, wenn die noch akzeptiert werden, von der jeweiligen Spieleversion beim Start ausgeführt. Ich speichere das jetzt nicht, sondern nehme das halt so, wie es ist und öffne jetzt nochmal das Spiel.
Das habe ich hier auch aufgeschrieben, was da zu tun ist mit den Befehlen. Das kommt dann auch in die PDF-Datei. Hier ist auch ein Link zu weiteren Konsolenbefehlen. Wie Sie sehen, ist das ein Haufen Zeug. Ob die allerdings alle funktionieren mit der aktuellen Star Citizen Version, ist fraglich. Es kann auch immer wieder neue geben. Aber wie ihr seht, rechts oben, ich habe nichts eingetippt, die Konsole noch nicht geöffnet. Und trotzdem ist da schon die Anzeige, die ich immer stehen habe. Ich nehme übrigens Display Info 3, weil da auch Daten stehen zu der Location, in der ich mich als Spieler befinde. Das sind die unteren, nicht die Zeile nicht, die vorletzte Zeile auch nicht, die drittletzte Zeile, da steht immer, wo ich mich gerade befinde. Das ist gerade, das finde ich, ist zum Fehler, zum Melden eines Fehlers, wenn ich dann ein Bildschirmfoto mache, dann muss ich, kann ich vielleicht weiterspielen, weil ich, mein Päckchen wieder verschwunden ist, dann muss ich mir nicht irgendwo nebenbei aufschreiben, wo ich gerade bin, sondern kann halt weiterspielen, mich ein bisschen ärgern, den Auftrag abbrechen und zumindest noch heimfliegen. Und hier steht dann, wo ich bin. Wenn ich jetzt dann irgendwann, oh, ich sollte vielleicht auch starten, wenn ich dann irgendwo eingeloggt habe, dann ändert sich die Location, momentan steht noch Invalid Location da. Er sucht noch, wo ich dann überhaupt bin. Die FPS sehen nicht so gut aus. Mir fällt es schwer, jetzt die Wartezeit durch irgendwelches Gerede zu überbrücken. Aber ich könnte die Konsole wieder starten. Dann sieht man wenigstens hier diese Zahlen, die ihr hier seht, die kommen nachher dann auch. Stanton 3A ist Lyria. Das steht dann nachher hier rechts oben. Komme ich da mit F? Jetzt kann ich, nein, mit F gucke ich in der Gegend rum. Current Player Location Stanton 3 Area 18. Ja gut, das ist direkt, aber wenn ich jetzt auf Lyria wäre, dann stände da Stanton 3A. Und ich glaube, da steht ja nicht Lyria, sondern diese Station, zum Beispiel Humboldt Mines oder sowas, würde dann stehen. Ich müsste dann übersetzen, was ist jetzt Stanton 3A? Entweder weiß ich es, das ist Lyria, oder ich gucke in diesem Konsolenauszug nach, den ich mir vielleicht als Screenshot gesichert habe. Habe ich irgendwo, aber ich weiß nicht, wo es hingespeichert wurde. Weil ich es natürlich nicht mit der Maustaste gedrückt habe, sondern irgendwie anders gemacht habe. Und das ist mal verschollen. Aber ist egal. Auf jeden Fall. Das finde ich gut, dass es diese Informationen gibt. Und ja, jetzt habe ich meine Aufgaben, die ich mir aus dem letzten Video, die aus dem letzten Video von mir übergeblieben sind, erledigt. Ich gehe immer erst in die falsche Richtung, auch wenn jetzt diese tollen Schilder da sind. Und damit werde ich mich für jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf bald, Bürger der Sterne, zu den Sternen. Ad Astra.